Willkommen aus Barcelona, wo ZTE wirklich eine Reihe schöner Smartphones hat. Und zwar haben wir hier das Nubia MZ 9 Max Elite. Max, weil das wieder ein bisschen größer ist mit 5,5 Zoll und einem Full-HD-Bildschirm. Dafür haben wir auch wirklich viele schöne Funktionen hier eingebaut, wie zum Beispiel an der Seite einfach, zum Beispiel den Lautsprecher-Tasten, einfach Tasten, die man, wenn man sie stärker drückt, sie dann reagieren. Das sind aber wirklich keine Tasten, sondern eigentlich Touch-Tasten. Genauso hier zum An- und Ausschalten haben wir eine richtige Taste hier zwar mit eingebaut, aber hier ist auch gleichzeitig der Fingerabdrucksensor drin, genauso wie wir das bei Sony zum Beispiel schon gesehen haben, aber dafür hier farblich ein bisschen schöner abgestimmt. Unten ein Lautsprecher und ein Type-C-USB-Anschluss bzw. ein Mikrofon dürfen auch nicht fehlen. Auf der nächsten Seite haben wir einen SIM-Karten-Slot, der natürlich zwei SIM-Karten beinhaltet, und einen Micro-SD-Karten-Slot, damit wir den internen Speicher erweitern können, der ansonsten übrigens nur bei 64 GB liegt, und 3 GB RAM haben wir auch drin, zusätzlich zu dem Snapdragon 810. Kopfhöreranschluss, Mikrofon. Und dann sind wir wieder auf der Seite, wo man diese coolen Tasten hat, wo ich gleich mal das Gerät auch wieder anmachen werde, damit wir die schönen Kameras gleich anschauen können, beziehungsweise die schöne Oberfläche, die auf Full HD hier wirklich geschmeidig läuft. Hier haben wir die üblichen Tasten, die außerhalb sind von Nubia bzw. von ZTE. Und 4K-Videoaufnahmen sind auch möglich. Wenn ich kurz in die Kamera reingehe, dann sehen wir die hintere Kamera, wo ich jetzt hier einfach schön ein Foto schießen könnte. Es dauert keine halbe Sekunde und dann bin ich damit auch schon durch. Aber was ich hier zeigen will, ich habe vorhin einfach ein Foto gemacht hier vom ZTE-Stand und dann seht ihr, dass die Qualität auch schon mal ganz schön gut ist, obwohl ich wirklich nicht wirklich fokussiert habe, sondern einfach nur kurz drauf gedrückt habe. So, jetzt muss ich schauen, wie ich wieder zurückkomme. So, dann können wir euch auch ganz kurz die Kamera zeigen, die vorne dabei ist. 8 Megapixel hier mit natürlich auch Beauty-Funktion und einem anderen dabei. Und ja, meine schönen Haare seht ihr jetzt auch. Gut, was braucht ihr hier noch zu wissen? Ganz einfach natürlich auch, dass wir einen Bluetooth 4, Wi-Fi und alles mögliche andere drin haben, was man so braucht. Und einen großen 2900 mAh Akku, der sozusagen gleichwertig ist mit dem Apple iPhone 6S Plus. 7,9 mm dünn das Ganze nur, nicht unbedingt dick, aber auch nicht allzu schwer. Wobei ich leider euch nicht sagen kann, wie schwer das in der Grammgröße ist. Und wenn ich das ganz kurz mit dem Z9 Elite vergleiche, was natürlich ein bisschen kleiner ist, aber das ist ein randloses Display, dann seht ihr hier natürlich das Max Elite etwas, ich sag jetzt mal nicht cooler, aber doch anderes Design, kann man fast schon sagen. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr zugeschaut habt, das war hier das ZTE Nubia Z9 Max Elite, kurz auf der Mobile World Congress 2016 vorgestellt. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und tschüss.